Beste Grüße vom Meister der Beleuchtung. Meister der Beleuchtung. Warum ist YouTube Kacke? Ich erkläre. Ich zeige. Ja, pass auf. Was ich machen wollte. Alter, sieht mein Zimmer geil aus. Von der Kameraperspektive sieht das aus wie so ein riesen Schachtel nach hinten. Voll geil. Okay, also. Was ich machen wollte ist, ich habe ein Bild in meinem Video gehabt und wollte die Originalquelle verlinken. Ich wollte jetzt aber nicht so einen mega langen Link in meine Beschreibung packen, sondern lediglich ein, hier geht's zum Original und den Text verlinken. Ich wusste aber nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung gehabt, also ich auf YouTube. Gehe ich auf meinen Kanal. Ja, Videos. So. Dann wie die Beschreibung. Hier habe ich jetzt den Link drin stehen, ne? Aber so will ich ihn halt nicht drin stehen haben. Sondern ich will einen Text drin stehen haben, der dann blau ist, damit man den anklicken kann. So. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, wie das geht. Denke ich mir aber, man ist ja nicht blöd. Ja? Also findet man es auf die Schnelle raus. Ja, mach ich später. Die Online-Bestätigung mit zwei Schritten. Ja, die richte ich gleich ein. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. So, man ist ja nicht blöd. Und man denkt sich, YouTube, eine Riesenplattform und sicherlich eine benutzerfreundliche Oberfläche. Ja? Oder eine benutzerfreundliche Hilfeabteilung, wo man das dann schnell rausfindet. Ich gehe also erstmal hier auf Beschreibung. Ja? Und denke mir, okay. Das ist der Teil des Satzes, den ich quasi. Zu wechseln, auswählen. Keine Ahnung. Und dann gucke ich mich hier um und denke mir, ich kann eine Infokarte und Abspann, Playlist, Sichtbarkeit, öffentlich. Okay. Und dann gucke ich mich hier um und denke mir, okay, Thumbnail brauche ich jetzt nicht. Nee, nicht wirklich, ne. Nee, abspielen will ich es jetzt auch nicht. Mal sehen, mal sehen. Aha. Kommentare, Untertitel. Aha. Ja, schauen wir mal hier rein, ne? Aufnahmeort. Verbreitung. Titel des Spiels. Aufnahmedatum. Aha. Ah ja. Nützlich. Nützlich. So. Dann denkst du dir, okay, zeig mir hier nirgendwo, wie ich was verlinke. Kein Problem, kein Problem. So. Dann denke ich mir, wir haben ja hier dieses Fragezeichen. Ja? So. Das sollte mir mehrere Informationen geben, denke ich. Mir so. Und dann gucke ich hier so, clevere Beschreibung. Auffindbarkeit auf YouTube, Infokarten, Playlist, Zusammenarbeit, nichts. Also es muss dieser Punkt hier sein, nicht wahr? Hier kriege ich die Infos, die ich brauche. Im Video wird mir nichts Sinnvolles erklärt. Ne? Suchbare Beschreibung erstellen. Mit den richtigen Keywords. Keyword Planner. Ah ja. Wow. Nee, das hat mir nicht geholfen. War ja auch irgendwie klar. Was eine suchbare Beschreibung ist, erklärt sich nämlich eigentlich von selbst. Maximale Wirkung. Ich gehe das jetzt nur durch, in der Hoffnung, oder um euch zu zeigen, weißt du, egal was man dann anklickt, man findet nicht, was man sucht. Pass auf. Ja, gute Beschreibung, maximale Wirkung.
Jedes. Ah ja. Ja. Ah ja. Ah ja. Ja. Der Wahnsinn. Anklickbare Beschreibung erstellen. Das klingt ja genauso wie das, was ich gesucht habe. Klicken wir da mal drauf und sehen uns an, wie hilfreich YouTube ist, nicht wahr? Im Beschreibungsfeld kann nur Text angezeigt werden. Das muss aber nicht langweilig sein. Du kannst interaktive Elemente hinzufügen, indem du für mehr Aufrufe sorgst, über eine Zusammenarbeit informierst und mehr Abonnenten gewinnst. Mit Zeitstempeln. Zeitstempel. Sind Zeitstempel nicht für dein Video, wo du dann quasi sagst, Minute so und so quatsche ich über das und Minute so und so quatsche ich über das? Klicken wir mal drauf, weil man kann ja nie wissen, vielleicht ist das ja super hilfreich. Aha. Videos und Kanäle teilen. Okay. Ja. Wow. Wirklich, man klickt auf Teilen, um ein Video zu teilen. Der Wahnsinn. Kanäle teilen. Aha. Wenn du als YouTuber eine benutzerdefinierte Kanal-URL erstellen möchtest, deine für Abonnenten einfach teilen können, dann füge den Namen deines YouTube-Kanals zur YouTube-URL hinzu. Heißt das, wenn ich jetzt die Jungs von Pizmeet als Beispiel nehme, dass ich hier stattdessen auch Pizmeet eingeben kann? Habe ich mich verschrieben? Das könnte sein. Pete Smith. Sieht aber nicht so aus. Ich kriege einen Error. Okay. Aber es ist ja angegeben, also wird das wohl mehr sein. Hier haben wir aber nichts Sinnvolles erfahren. Ich mache das übrigens nur, weil füge Links zu Playlists hinzu war weniger hilfreich. Playlist erstellen? Wie macht man das nur? Playlist bearbeiten? Wie macht man das nur? Und Playlist löschen? Wie macht man das nur? Richtig hilfreich. Ah ja. Gut. Ne? Also das ist ja natürlich. Schwachsinn. Da kann ich ja nichts machen. Ich dachte, vielleicht kann man halt das dann wenigstens verkürzen, damit der Link nicht so hässlich aussieht. So. Weißt du, für mich, ich dachte, als ich das Ganze angefangen habe, wisst ihr, was ich dachte? Ich dachte, ja, gefällt mir nicht. Ich will einfach nur hier stehen haben. Klick drauf und dachte, man findet es auf Anhieb. Auf Anhieb. Ich dachte, dass Leute, nicht so gut. Aber wenn, wie viel Geld würde ich wohl verdienen, wenn ich diese Oberfläche designen würde? Wie viel Geld hat wohl derjenige verdient, der diese Oberfläche designt hat, die wir hier sehen? Wie viel Geld hat der wohl bekommen? Und ich stehe da und denke mir, du dummes Stück Scheiße, weißt du, dass du es wagst, für so einen Scheißdreck Geld zu verlangen, für so eine miese Missnavigation, wo dann auch noch die Informationen fehlen, die die Leute suchen. Weißt du, ich habe ja nichts dagegen, wenn man 25 Untermenüs macht. Wenn man es dann wenigstens so macht, dass man sich denkt, okay, weißt du, jemand, der eine Frage zur Beschreibung hat, klickt erstmal auf Beschreibung. Dann zum Beispiel gibt es dann die Untermenüs, wie hier, anklickbare Beschreibung. Und dann einfach die Unterpunkte. Genauso, dass du dann genau darauf klicken kannst. Wo ist das Problem? Weißt du? Du kannst das ja einfach dann in die entsprechenden Menüs füttern. Na? Das ist zwar nicht die originellste und vielleicht auch nicht die allereffizienteste und nicht die innovativste Lösung. Ja? Und sicherlich auch nicht die intuitivste Lösung. Aber jeder würde damit klarkommen. Okay? So, besonders dann, wenn man diese Punkte mehrfach verlinkt. Ja, dass du dann über mehrere Wege zum selben Dings kommen kannst, ja.
Weil sonst würden sich dann halt alle fragen. Deswegen macht man diese Unterklappe-Menü nicht, weil so viele sich dann irgendwann gedacht haben, hey, muss ich jetzt da klicken, um da hinzukommen? So kann man es dann aber trotzdem machen. Weißt du, und ich sehe mir das hier an in dem Wissen, dass wahrscheinlich irgendwer richtig Knete mit dieser Scheiße macht. Richtig Knete, aber halt ein gut bezahlter Job. Besser als die Jobs, die ich so mache. Für was? Für was genau? Gib mir die Hälfte von seinem Geld und ich mache es besser. Ehrlich. Okay. Videos teilen. Wo bin ich denn jetzt? Hier war ich am Anfang, ne? Nee. Jetzt bin ich komplett durcheinander. Hier? Hier? Genau, und dann hier. Ja. Ja. Einige werden jetzt natürlich sagen, vielleicht es gibt eine Standardmöglichkeit, einen Link zu erstellen. Bruder, warum checkst du das nicht? Ja, weiß ich das? Weiß ich das? Wenn. Wisst ihr, was mein Problem ist? Nicht, dass ich die Scheiße nicht googeln will, sondern dass ich mir denke, wenn die von Anfang an nichts zur Videobeschreibung zum Beispiel gemacht hätten, wenn das keine Funktion von YouTube ist, dass sie mir dann nicht das geben, weißt du? Ich habe da hingeklickt für anklickbare Beschreibung. Ja, und dann siehst du in dem Beispielbild von anklickbarer Beschreibung ja auch das hier. Beispiel. Ja, verwende die Beschreibung, um beteiligte Creator und andere Personen, die dich unterstützt haben, zu erwähnen. Wie denn nochmal? Wie? Wie nochmal? Wie? Wie war das nochmal? Wie noch? Wie noch? Ah ja, gar nicht. Okay. Playlist. Video später ansehen. Datenschutzeinstellung. Playlist in der Mediathek speichern. Playlist bearbeiten. Videos automatisch hinzufügen. Mediathek verwalten. Nichts. Weißt du? Aber warum dann dieser Punkt hier? Was war hier nochmal? Ach ja, genau. Weißt du auch wieder sowas? Mit Zeitstempeln. Zeitstempel? Ah ja, Zeitstempel. Genau. Zeitstempel. Schauen wir doch mal rein. Hey, how's it going, everyone? This is your witty but yet adorable YouTube expert, Daryl Eves. Now, have you ever watched a really long video on YouTube and wish you could actually fast forward to that part that you want to watch? Well, I guess you can kind of fast forward. But what if you're able to hit a button and it takes you right to that part in the video? Well, I had a question from one of my loyal subscribers, Ejon. And he asked me, really, how to do that? He says, hey Daryl, I love watching your videos. I was wondering how people put time code links in descriptions. Is this YouTube voodoo? Please help. Well, John, I'm gonna show you that it's not YouTube voodoo. That's funny, by the way. I'm gonna show you how easy it is to put those timestamp links in your descriptions, but you really wanna watch the end of this tutorial. Okay, now it's really easy to actually put that time code hyperlink in your description. All we need to do is find a video. I have this channel evaluation from one of my subscribers, Everride, where I kind of go through and give them some tips and so on. It's a longer video. I'm gonna go ahead and click on the link here to get to the video page itself. And basically, you can see it's 1 hour and 29 minutes. Now, that's long, and a lot of people on YouTube want to. Weißt du, diese Tutorial-Typen, die einfach nicht auf den Punkt kommen, weißt du? Wenn ich wüsste, wie das geht, 1 Minute 20 wäre schon fertig, ey. Get their content quicker. Ja, I'm doing two things. Number one, I'm trimming this down to the actual size because we have some Q&A. But what we want to do is figure out key points in the video, and we actually put the hyperlink, you know, for the time code. Now, this is a very simple tip and technique.
You can go ahead and click your description right here. So click this little pencil. It'll open up your description. And all we need to do, and I'm going to just show you up right here at the beginning, is we can actually put the time. So you can see this is 1 minute, 55 seconds right up here. What we're going to put is 3 minutes, 55 seconds, and hit save. And notice that that actually puts the hyperlink. So when we click on it, it'll actually take us to that portion in the video. Do you see that? So you can put anything that you want. If it's 1 hour, 20 minutes and 18 seconds, we can go ahead and do that. Let's go ahead and hit save. And let's go ahead and hit this again. And you can see that it took us right to that part. So now the great thing. Okay, ja, das Video hält wenigstens, was es verspricht. Gibt uns aber auch keine Informationen darüber. Ja, ich. Boah, ich kann das hier kaum erkennen. Alter, ich kann das kaum erkennen. Der zweite Bildschirm hat halt nicht so die beatmungsraubende Auflösung, was diese Schriftgröße angeht. Da ist schon die Grenze erreicht. Zuwechseln, auswählen. Was ist das hier? Okay, nichts von Relevanz also. Ja, ne? Weißt du, und der Frust steigt, weil ich mir denke, warum? Oder geht das einfach nicht? Aber ich bin mir sicher, dass ich das schon mal gesehen habe. Ich bin mir sicher, dass ich das schon mal gesehen habe. Aber, ne? Man könnte halt richtig ausrasten, weil ich mir denke, ich... Schauen wir mal die anderen. Effektivität. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ja, geil. 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 Geil, ja. Ist hilfreich auf jeden Fall. Mit Berlin. Einfach mal so. In Outlook, Excel und Word. Ist jetzt, lese ich nur aus Interesse, würde mir jetzt hier nicht viel helfen, aber. Danke. Gewünscht URL ein zwischen Excel und Word. Achten Sie darauf, dass. Hyperlink ist jetzt.
Ist das das, was ich suche? Ihr seht schon, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, Links zu erstellen. Ich habe hier im Forum die Dings dafür. Ich gebe Link ein, die Adresse, dann den Text und dann verlinkt ihr das und fertig. Weißt du, und ich verstehe einfach nicht, wie nichts gegen unser Forum, ein Hinterwäldler-Forum, das besser hinkriegen kann als fucking YouTube. Beschissene Inkompetenz, wohin man guckt. Je mehr Geld im Spiel ist, desto mehr Idioten gefühlt. Ehrlich. Richtig geil. Richtig geil. Ich hätte gerne das hier. Mann, drauf geschissen, ehrlich. Ja. Seht ihr, was ich meine? So. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Erstens, das waren jetzt 21 Minuten. Ich habe davor schon ein bisschen gesucht. Das ist einfach eine Zeitverschwendung des Todes. Meine Zeit. Ja. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der alles entscheidende Punkt. Ich wollte das machen, ist ja aber kein Muss. Ich bin mir sicher, dass es geht. Ich bin mir immer noch sicher, dass es geht. Aber. Ich hätte weder dieses Video gemacht, noch weiter versucht, wenn bei dem Klick hier, ja, diese Oberfläche hier vertrauenswürdig ausgesehen hätte und die Unterkategorien auch vertrauenswürdig ausgesehen hätten und das hier nicht da geschrieben stehen würde. Wenn hier alle Möglichkeiten, die man in einer Beschreibung hat, gestanden hätten, schön professionell wie in einer Hilfesektion, man es erwarten würde, wenn man irgendwo draufklickt, um mehr Informationen zu erhalten, und dort diese Möglichkeit nicht aufgelistet worden wäre, hätte ich mir gedacht, okay, vielleicht geht es einfach nur nicht mehr. Oder es ist zu advanced, als dass ich es mir jetzt auf die Schnelle irgendwo aus den Fingern saugen kann. Fertig. Und damit wäre das Sache für mich gegessen gewesen. Aber das ist einfach für mich ein Riesenhaufen Bullshit, wo sich irgendwer irgendwie, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. So ein Schwachsinn kann ich mir nicht erklären. Weißt du, und jetzt versteht mich nicht falsch. Jetzt kommen wir nämlich zu dem interessanten Punkt, warum ich das überhaupt so aufregt. Es ist ja nicht so, als ob das irgendwie relevant oder wichtig wäre. Das sind Kleinigkeiten. Selbst wenn ich jetzt 10 Millionen Abonnenten hätte und der reichste Mensch der Welt wäre, würde es mich wahrscheinlich immer noch nicht wirklich interessieren. Ich würde die Dinge da einfach reinklatschen und dann fertig. Ja? Es würde mich nur minimal stören. Das wäre so ein kleiner Scratch am Rande, auf den ich aber scheißen könnte. Ja? Wirklich. Was mich daran stört, ist, dass das hier aber nicht, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, von irgendeinem Praktikanten für umsonst gemacht wurde. Ich gehe davon aus, dass irgendjemand sich da hingesetzt hat, dann hat er den Auftrag bekommen, das zu designen, zu entwerfen und mit Text und allem zu füllen. Dann hat er sehr viel Geld dafür genommen, das zu machen und hat das da abgeliefert und wurde dafür bezahlt. Das ist wie wenn jemand sagt, hey, pass auf, ich gebe dir 10.000 Euro, wenn du mir eine Ölpumpe modellierst und der Typ macht einfach so einen richtigen Scheiß-Drecksjob, weißt du, den selbst ich hinkriegen würde mit einem Zettel und einem Stift und kriegt dafür 10.000 Euro. Und dann stehst du daneben und denkst dir einfach, hier, WTF, hier, WTF. Was? Und diese beiden fallen dann noch zusammen. Ehrlich gesagt hätte ich sicherlich auch kein Video darüber gemacht, wenn ich nur diese Seite gesehen hätte. Wenn ich nur diese Seite gesehen hätte, ohne nach Informationen zu suchen, sondern durch Random darauf gekommen wäre, hätte es mich auch abgefuckt. Aber ich hätte es nur als eine weitere dieser Momente abgetan, dass irgendjemand Geld für irgendeinen Scheiß nimmt, den man selbst, jeder Vollidiot besser hingekriegt hätte. Und wie ihr gesehen habt, war mein Vorschlag ja noch ziemlich scheiße. Er wäre am Funktionieren gewesen. Ja, er hätte funktioniert, aber es wäre sehr viel Aufwand gewesen und man hätte es besser machen können als das. Aber das, also, Digga.